بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسمو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسمو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله. بارك الله فيكم. Diese Wissenschaft behandelt alles, was mit Koran zu tun hat. Das bedeutet, alles, was mit dem Koran zu tun hat, das heißt, Schrift, Erklärung, Herabsendung, Anlässe. Aber warum sind die Ayat herabgesandt? Und was ist Anlass für diese Ayat? Dann Geschichte der Sammlung des Korans. Dann, barakallahu fikum, die Sprache des Korans, wie das aufgebaut ist und so weiter. Dann Rezitation des Korans. Alles, was mit dem Koran verbunden ist. Ahkam, Urteile des Korans. Alles, alles. Ich meine, was mit dem Koran zu tun hat, wird behandelt von den großen Gelehrten. Und es gibt verschiedene, natürlich Wissenschaften, die, barakallahu fikum, die damit verbunden sind. Weil die Sahaba von Anfang an, radhiyallahu alayhim, sie haben sich bemüht, den Koran zu verstehen, zu praktizieren und vom Propheten zu lernen. Deshalb, sie haben alles gefragt, was sie nicht wussten. Und sie haben auch praktiziert. Das bedeutet, sie haben das wirklich übersetzt in Taten. In Taten, in Handlungen. Das heißt, das war nicht nur, dass man lernt, sondern sie haben auch danach gelebt. Und barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Am Anfang war die Sache so, dass der Koran gesprochen wurde und die Sahaba haben einige geschrieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht das oder liest. Sallallahu alaihi wasallam liest, die Sahaba einige schreiben und andere lernen auswendig. Und die waren sehr viele, die auswendig gelernt haben. Barakallahu fikum, sagt man nachher. Und hier, damit ihr versteht, am Anfang hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass die Sahaba Koran, dass die Sahaba Sunnah, die Sunnah von ihm schreiben. Die sollten nur den Koran schreiben. Der Prophet sagte, La taktubu anni, wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhuhu. Das wird, schreibt nicht, was ich sage, außer Koran. Und wer etwas anderes außer Koran geschrieben hat, der soll das radieren. Dann sagte, wa hadithu anni wa la haraj. Verkündet von mir ohne, sage ich jetzt, ohne Grenze, ohne Erschwernis. Und wer über meine Person lügt, sollte seinen Platz in der Hölle schon einnehmen. Das heißt, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass die Sahaba sich erstmal mit dem Koran beschäftigen, dass sie den Koran schreiben, dass sie den Koran lernen und damit die Sunna und Koran nicht ineinander, sage ich jetzt, aufeinander kommen oder durcheinander werden, hatte einige Sahaba erlaubt, dass sie schreiben, die Sunna. Aber Koran haben sie geschrieben, barakallahu fikum, zakumullah khair. Dann barakallahu fikum, die Sahaba später, sie haben den Koran so gesammelt und das war zur Zeit von Uthman, radhiyallahu alayhi. Und da gab es Al-Mushaf al-Umm mit Al-Rasm al-Uthmani. Das wird Al-Rasm al-Uthmani, das wird die osmanische Schriftart. Und es gab ein Buch, ein Koran, und das wurde geschrieben und das wurde, barakallahu fikum, in die Hauptstädte dann verschickt.
Und in der Zeit von Ali ibn Abi Talib, kam Abu al-Aswad al-Du'ali. Ali hat ihm befohlen, dass er die grammatischen Themen der arabischen Sprache im Koran klar macht. Und das war das Anfang oder der Anfang für diese Wissenschaft Arab al-Quran, was wir heute gesagt haben, gelernt haben. Und Barakallahu fikum, die Sahaba haben das weitergemacht. Dann haben sie, was sie vom Propheten zusammen gelernt haben, von Tafsir, Erklärung vom Koran, haben sie weitergegeben. Und so kam Ilm al-Tafsir. Das ist Erklärungswissenschaft des Korans. Dass du weißt, was die Ayat bedeuten und so weiter. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b und andere, die Khulafa Rashidin, Zayd ibn Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, waren große Namen, die dabei gewirkt haben, barakallahu fikum. Denn diese Sahaba haben dieses Wissen weiter an ihre Schüler gegeben, wie zum Beispiel Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Ikrima, Mawla ibn Abbas, Tawus ibn Kaysan, Ata ibn Abi Rabah und dann, barakallahu fikum, andere. Und in jedem Gebiet gab es einen Sahabi und er hat Schüler gehabt und die haben von ihm sein Tafsir vom Koran übernommen, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Dann später kamen die und die haben angefangen zu schreiben, auch dieses Tafsir. Nicht nur Mundüberlieferung, sondern auch schreiben. Und barakallahu fikum, das hat sich, sage ich jetzt, entwickelt, indem die Gelehrten auch bestimmte Grundlagen aus Forschung und aus Kombination der Aussagen, indem sie Ilm al-Tafsir, sage ich jetzt, so gemacht haben mit Regeln, wie man den Koran erklärt. Aus diesen vielen Themen, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khair. Dann, barakallahu fikum, haben die Gelehrten weiter über den Koran sie haben im Koran geforscht und sie haben diese Wissenschaften des Korans, die haben sich entwickelt. Und dann haben die Leute, barakallahu fikum, Bücher geschrieben, die Gelehrten des Islam. Zum Beispiel, manche haben in Tafsir geschrieben, andere haben in arabische Sprache des Korans, andere haben über die Ahkam, Rezitationsregeln des Lesens vom Koran geschrieben und so weiter, barakallahu fikum. Das hat sich so entwickelt, dass einige auch Gelehrten in unserer Zeit vor ungefähr 100 Jahren viel geschrieben haben. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Und so kam das, dass wir diese Ulum al-Quran haben. Zum Beispiel As-Suyuti hat sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt, barakallahu fikum, Al-Itqan fi Ulum al-Quran. As-Suyuti starb im Jahre 911. As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Quran. Dann, barakallahu fikum, Al-Zarkashi, Al-Burhan fi Ulum al-Quran hat er geschrieben. Das sind zwei sehr schöne Bücher. Ibn al-Jawzi, Funun al-Afnan fi Ajaibi Ulum al-Quran. Und so weiter, barakallahu fikum. Und dann später kamen die Bücher eins nach dem anderen. Und in der letzten, sage ich jetzt, 100 Jahren, da hat man sehr viel geschrieben über diese Themen. Und es gab sehr viele, sage ich jetzt, barakallahu fikum, Doktorarbeiten an verschiedenen Universitäten über bestimmte Themen des Korans. Die sind detaillierter. Und schön zum Beispiel, dass manche, zum Beispiel, es gibt eine Doktorarbeit, wo man sagt, ja, die Tiere im Koran. Der hat alles, was im Koran ist, von Tieren, zum Beispiel gesammelt, und der hat das gemacht. Und es gab so einer, der hat über Geschichten des Korans, andere hat zum Beispiel über Wortwendungen des Korans, andere über die Prophetengeschichten im Koran, wie Ibn Kathir zum Beispiel, Qasas al-Anbiya, der hat es als Basis Koran und so weiter. Und mittlerweile, barakallahu fikum, hat man sehr viel gemacht. Und der Koran ist unser Buch,
Und wir müssen natürlich, barakallahu fikum, dieses Buch lernen. Und dieser Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat das gesprochen und Jibril alayhi salam hat das dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi salam übermittelt. Und wir lesen das und wir lernen das und wir benutzen das im Gebet. Und der Koran hat sehr schöne, barakallahu fikum, Eigenschaften. Das nächste Mal, inshallah, reden wir, was bedeutet Koran. Und dann fangen wir an mit den Themen der Wahi und was ist Al-Wahi. Und dann, bi'izni ta'ala, barakallahu fikum, kommen wir zu den verschiedenen Themen, zum Beispiel, was ist Madani, was ist Mekki, die Geschichten des Korans, wie der Koran herabgesandt worden ist. Dann reden wir über die Arten der Sprache und die Satzbau vom Koran. Und das sind sehr interessante Themen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich habe mein Wort gehalten. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.